Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Und heute schauen wir uns von Gamasta, glaube ich, heißt die Gamasta, das Master of Puppets an. Das Master of Puppets Cover an. Piano Cover, Original von Metallica. Ein geiler Song. Kennt man, glaube ich, spätestens seit Stranger Things. Und ich bin sehr gespannt. Es geht auch 7 Minuten. Ich will da jetzt nicht so viel quatschen. Warum eigentlich? Lass uns doch viel quatschen. Wie geht's euch denn heute? Ich hoffe, super. Ich bin etwas müde. Es ist schon sehr spät. Ist aber auch die letzte Reaction für heute. Und im Piano-Cover ist da eigentlich eine gute Wahl, glaube ich. Also, let's go. Erstmal Schluck trinken, genau. Ich stelle mir das nicht so leicht vor mit High Heels. tolle Fingertechnik. Sehr schnell. Finde ich super. Gefällt mir jetzt schon. Sie wechselt hier den Stil. Sehr schön. Abwechslung, das ist wichtig. Gerade bei langen Piano-Covern oder generell bei langen Piano-Stücken, wenn du halt nur ein Instrument hast, dann musst du auch mal den Stil wechseln, damit dem Zuhörer nicht zu langweilig wird. Denn gerade in der heutigen Zeit haben viele gar nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne. Und da ist Abwechslung natürlich ganz gut. Thank you.
bekomme schon beim Zusehen einen Krampf in der Hand. Ich könnte das einfach nicht. Ich weiß nicht, da fehlt mir das Talent zu. Also, wenn Master of Puppets von Mozart wäre, dann würde es sich genauso anhören, glaube ich. Sehr schön, sehr schön. Wundervoll. Ja, sie hatte ja einen sehr aggressiven Spielstil, was aber natürlich auch zum Song passt. Sie hat aber auch gleichzeitig gezeigt, dass sie sehr gefühlvoll spielen kann. Und ich bin sehr gespannt, was wir uns da als nächstes ansehen werden. Aber für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.